Hey Kunz und hey Zockerstachel. War noch so, Ja. ne? Genau. Willkommen zu einer neuen Folge Police Simulator Patrol Officers mit dem Kaktus natürlich. Moin. Und wir gehen heute nach Conway. Wir wollen endlich mal ein paar Drogenhändler festnehmen. Genau. Das ist zumindest der Plan. Ob es das Weil wird, ich Drohnen weiß sind nicht. schlimm, gell? Kommst du jetzt endlich mal? Haben wir eigentlich ein Auto? Habe ich gar nicht drauf. Oh, wir haben Auto. Wir haben Auto. Wir haben Auto. Wollen wir alt oder neu nehmen? Können auch mal den alten wieder nehmen. Ja, dann nehmen wir mal wieder den alten. Ja. Nee, brauche ich gar nicht. Ist ja Einmal die Lichttest Frage, ob wir uns hier funktioniert. mal beim Stadion gleich umgucken wegen Drogenhändler. Oh ja. Wollen wir mal machen? Ja. Fahr mal Machen rauf wir. da auf den. Gab's denn hier irgendwo einen Parkplatz? Oh. Juhu! Hat nicht so ganz so funktioniert, wie ich dachte. Ups. Das Auto ist zu lang. Das andere ist kürzer. Abfall interessiert uns nicht. Nee, wir Wir wollen brauchen. nämlich mal Drogenhändler auf frischer Tat ertappen. Wir wissen nicht, wie es aussieht. Aber ich tippe ja mal, dass so zwei Leute irgendwie was austauschen. Ja, das nehme ich auch mal an. Aber wo? Eben. Boah, der sitzt doch hier und wartet nur auf Klienten, oder? Ja, habe ich mir auch schon gedacht. Also mit den Schuhen auf jeden Fall. Ich guck mal direkt mal rein in meinen Guck mal, hier Polizeicomputer. sind doch zwei. Einführung im Hintergrundprüfung. Bestimmte Interaktion mit Fußgängern und Fahrzeugen, wie das Ansehen der Personalausweise oder Versicherungspapiere, das Ich habe auf jeden Fall mal Aushängen einen eines Fahrzeuges. Graffiti-Sprayer. Okay. Halt! Ich hab Polizei! nix, glaube ich. Okay. Was? Du hast einen Sprayer? Ja. Geil. Verstoß bestrafen. Vandalismus. Oh, nein, nein! Ach, kommen Sie schon, so viel? Hier. Ich habe die falsche Person ausgewählt. Hier sind zwei Verdächtige. Ist doch gar nicht. Oh Mann, hier standen zwei Personen nebeneinander. Er hat die falsche, jetzt 1000 Flocken aufgebrummt hier. Ah, ist doch nicht schlecht. Sagen wir mal ein bisschen Ah. versteckt. Hier stehen nämlich zwei. So ganz verdächtig. Aber die Wirklich? machen nichts. Das ist viel Geld. Hattest du denn da jetzt was rausgefunden? Oh. Ihren Ausweis bitte. Was man machen muss? Da ist Bei was? er. Da hast du eben irgendwas vorgelesen. Ein Tutorial. Ach so, nee, ich konnte wohl irgendwie manche Personen Daten konnte ich nicht erfassen. Ach so. Keine Stellfläche, ne? Alles gut, einen schönen Tag noch. Kennzeichen ist, glaube ich, auch noch abgelaufen. Februar 20. Oh, schon ein bisschen drüber, ne? Abgelaufenes Kennzeichen. Ach, da bist du. Ja. Und Ich den habe hier ein Auto, Abschleppwagen. das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen So. Abschleppwagen schicken? Wir kommen Ihr schlecht ran. Standort ist schwer zu erreichen. Wir können nicht sofort kommen, aber wir kümmern uns innerhalb von 24 Stunden drum. Wunderbar. Ich glaube, hier wirst du nichts finden, denke ich mal. Klar, direkt am Stadion. Ich kenne die Hotspots nicht. Ich Ich weiß auch das nicht. nicht. Aber wir haben hier zwar auch einen Park, aber der ist mega klein. Ja, das sind Sir, meistens die wir brauchen schlimmsten. Unterstützung. Wer kann helfen? Nee, jetzt Wollen gerade wir? nicht. Nee? Ich bin gerade in einer anderen Angelegenheit Ich will beschäftigt. jetzt Drogenhändler finden. Montiert auch einen Rucksack hier. Ja. Das war schon verdächtig, finde ich. Warte mal.
Hier ist irgendwie, aber der ist, der hat keinen Haftbefehl. Ach, der wurde verurteilt, alles klar. Na denn. Ha. Wir haben einen Notfall. Dringend Antwort erbeten. Wer ist verfügbar? Hm. Schweren Unfall? Ja, komm. Wir finden ja unterwegs. Kein Drogenheini hier. Nicht schade eigentlich, ne? Ja, ist ja schade. War eigentlich ja ganz gut, ne? Aber. Ja, lass sie doch die Straße überqueren. Mir doch egal. Wollen wir denn unsere Karre? Keinen Plan. Da hinten auf der anderen Seite natürlich. Natürlich, wo auch sonst. Da laufen wir noch einmal, ne? Um Pudding, ne? Um Pudding. Einmal um Pudding laufen, ist ja nicht so schlimm. Ja, schade, ich hätte gedacht so am Stadion. Ja, aber war auch zu nah am Polizeirevier, ne? So, vielleicht müssen wir gleich, gegenüber, wenn wir den Unfall gemacht haben, doch nochmal in diesen kleinen Mini-Park. Wir haben hier ja einen kleinen Park. Na, fahren wir da hin. Fährst du in die falsche Richtung? Nö, laut meinem Navi hier nicht. Achso. Das hat doch mal gut funktioniert. Oh. Hätte ich mal nichts gesagt. Denn jetzt hier? Vorne links ist er gleich. Der schwere Unfall. Ich bin vor Ort. Ich kümmere mich um den Unfall. Gott sei Dank, endlich Ruhe. Mhm. So, was haben wir denn hier? YL. Ich hab geblinkt. Ich bin gefahren. Ich hab nichts falsch gemacht. Ein bisschen zu schnell gefahren, ja, das bist du wohl. Oder irgendeiner von euch beiden. Den Führerschein und, wenn möglich, den Versicherungsschein, bitte. Bitte schön, Officer. Den Führerschein und, wenn möglich, den Versicherungsschein, bitte. Persus abgelaufen. Bitte schön, Officer. Zwei Türe könnte stimmen. 5PI. Er meidet den Augenkontakt. Das gibt ja einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Ja, gibt's so Leute, ne? Macht ja. 75 bis 150 Dollar. Ach, kommen Sie schon, so viel? Jo. Mal auf den Kennzeichen. No Drugs. Ja, stimmt. Nee. Alkohol? Auch nicht. Auch nicht. Nix. Na gut. Dann einmal ein paar Bilder machen, ne? Oh, ich bin so gut wie fertig. Alles gut. So. Wunderbar. So, okay. Unfallbericht. Hier ist Ihr Unfallbericht. Das hier, ist Ihr Unfallbericht. Bericht. Vielen Dank. Das ist ein genauer Bericht. Vielen Dank. Sie dürfen fahren. Gerne. Schönen Tag noch. So, fahren Sie vorsichtig. Sie dürfen fahren. Schönen Tag noch und fahren Sie vorsichtig. Ja, ich rufe mal den Abschleppwagen. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position.
Da freut sich das Gretchen wieder. So, guck mal. Ja, wir kann nicht sofort kommen, aber wir kümmern Richtung. Uns innerhalb von 24 jo, Stunden los. Oh, nee, warte. Ja, warte. Na? Einfach geradeaus, da kommt so ein kleiner Mini-Park. Ja. Was haben wir eigentlich gemacht? Keller hin oder was? Weil er zeigt mir das ganze Gebiet an hier. Ja. Komplett Downtown. Conway müssten wir sein, ne? Ach so. Ja, dann müssen wir in den Park. Dann drehen wir um. Wieso? War auch geradeaus. Ja. Auf der rechten Seite. Oder nicht? Da ist er doch, links. Das ist aber Jefferson Park, nicht Conway. Ach so. Oh, jetzt verstehe ich. Mhm. Fahr mal die Straße einfach weiter. Die macht gleich einen Bogen. Jetzt fahre ich zurück. Oh. Warum wirklich sehr kleiner Park hier, ne? Ja. Der andere ist auch nicht größer. Na, lass mal gucken gehen hier. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht haben wir ja Glück. Ihr sitzt schon so verdächtig. Hier vorne stehen zwei. Was bist du denn? Ja, ist halt die Frage, ne? Bäh. Ja. Wo? Da. Ja, hier. Ah. Nimmst du ihn? Sofort ja. Stehen bleiben! Festhalten. Hast du ihn? Ich hab ihn. Ich kann ja. Ihn gleich. Ich habe den hinreichenden Verdacht, dass Sie mit Drogen handeln. Ha! Und? Sie vertun sich. Da ging's um ein Sandwich. Um ein Sandwich, natürlich. Ich habe den hinreichenden Darf Verdacht, dass Ausweis Sie mit Drogen sehen? Zu tun haben. Hier, bitte. Oh nein, bitte! Darf ich Ihren Ausweis sehen? Officer für Verkehrskontrolle Victoria bitte fordert. Flips. Können Sie Was? Das übernehmen? Nee. Ich kümmere mich um eine andere Angelegenheit. So, durchsuchen dürfen wir sie aber. Aber nur abtasten. Okay. Glaube ich. Aber dürfen wir sie nicht festnehmen? Wir haben es doch gesehen. Samthandschuhe, feuchte Trauben, Kaugummi, Stadtführer, Brille. Okay. Aber wir haben es ja gesehen, ne? Ja. Und dürfen wir sie, glaube ich, auch einmal durchsuchen. Machen wir einfach mal. Ich mach's einfach mal. Gucken mal, was da oben passiert. Alles gut bis jetzt. Ha! Ein Beutel weiß ich nicht. Nicht in den Knast! Ah, er will weg. Scheiße, wo ist meine Knarre? Ich komme nicht mehr aus dem Menü. Besitzer und Betäubungsmittel. Ich muss sie festnehmen. Fuck. Hast du ihn? Notfallunterstützung durch Officer angefordert. Bitte gleich, melden. Ja. Er will weg. Warte. Halt! Polizei! Er will nicht halten, ne? Verstanden. Wir Dann schießen noch ab mit ihm, aber nur mit der Elektroschockpistole. Hab ich. Minus 10, Hast wunderbar. Ihn? Ist egal. Ach so, du hast ihn schon. Ja, ja. Ist die Tante schon durchsucht? Ah ja, hast du ja, schon. Ja, die ist... Soll ich die schon mal abholen? Auch ein Beutel weiße Pulver. Nee, ich hab schon geholt. Ah, hast du schon. Besitzt zum Betäubungsmittel, ne? Ich muss sie festnehmen wegen Drogenbesitzes. Hab auch minus 2 bekommen, ist egal. Aber warum? Dem, weil du sie abgeschossen hast. Oder ihn. Bitte, tun Sie das nicht! Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ja, dann hatten wir wenigstens auch mal einen Drogendealer jetzt, oder? Ja. Aber ich glaube, wir hätten erst festnehmen, dann durchsuchen. Ich glaube, das ist ja, das Problem. Eigentlich, ja, ich weiß nicht, wie das jetzt hier genau ist. Ob das jetzt so dieses deutsche Verfahren hier ist, so das amerikanische Verfahren ist. Parks sind unser Geschäft hier. Lass mal zum nächsten hin. Ja, unbedingt. Ich bring dich hin. Andere Richtung. Da ist gleich der nächste kleine Park. Andere Richtung? Hm?
Oh, das nächste Mal nehmen wir doch wieder den anderen. Ja, das Ding hat einen Wendekreis wie ein Linienbus, ne? Ja. Ach da, ich sehe schon. Ups. Nein, haben keinen Bock drauf, voll sind wir auf Drogenjagd. Mhm. So. Boah, hier ist ja gar nichts los. Hat sich wohl direkt rumgesprochen. Warte mal, da ist schon wieder so ein Verdächtiger hier mit so einem Rucksack. Wo geht denn der hin? I'm watching you. Ne, er geht aber schon wieder raus. Abfeuer auf die Straße. Das gibt's ja gar nicht. Nee, hier ist nichts los, du. Nee, irgendwie nicht. Obwohl hier der Typ ist schon wieder da. Mit seinem Rucksack. Meinst du, er wartet jetzt auf einen Kunden oder sucht nach einem Kunden? Ja, das kannst du haben. Ich bleib mal hier stehen. Aber die anderen beiden hatten jetzt auch keinen Rucksack, ne? Nee, das stimmt. Vielleicht geht's ja diesmal wirklich um ein Sandwich. Nee. Gut. Der guckt sich nur die Bäume an. Nächster Park. Nächster Park. Willst du fahren? Nö, nö, ich führe dich. Ich bin der Führer. Führerin. Bin ich doch der Mann. Ja, fahr einfach mal die Straße weiter. Ja. Und dann fahren wir an dieser Hauptstraße. Die macht ja jetzt einen Schlenker. Und dann fahren wir bis Downtown. Da haben wir den Callahan und den anderen Park gleich nebeneinander. Sehr gut. Gucken wir mal, ne? Schauen wir mal, schauen wir mal. Ah ja, kein Blinkergesetz. Heute ist alles egal, ihr könnt machen, was ihr wollt. Nur keine Drogen verkaufen. Ja. Obwohl der Tag auch gleich schon wieder vorbei ist, ne? Mist. Ich wollte gerade sagen, wird es nicht mehr grün hier? Ist wie im echten Leben, ne? Ja. Stehst du an der roten Ampel? Dauert das einfach zu lang. So, jetzt haben wir da vorne links und rechts einen Park. Links der große, rechts der kleine. Ja, dann gehen wir erstmal den kleinen oder den großen. Das ist gar kein Park. Doch. Ach guck mal, wir können von dem kleinen in den großen rüber. Das ist doch, das ist ja. Das ist ein Träumchen. Ich kann aber nicht aussteigen, du Ochse. Ja, bleibst du eben hier. Schlage die Tür all dir gegen das Geländer, mir doch egal. Sieht eh schon scheiße aus. Kommst du jetzt raus? Nein. Oh, sag mal. So fett bist du doch gar nicht. Wieso kommst du nicht raus? Ich habe keine Ahnung. Ich drück F und er will nicht aussteigen. Jetzt. Jetzt? Oh mein Gott, nochmal. Also die Hitboxen von den Parkuhren ist groß. Ja. Aber wir haben gleich hier Feierabend. Ist ein Tunnel. Hier ist ein Tunnel, das ist natürlich schon mal verdächtig. Ein sehr gute Hotspot. Unterstützung angefordert. Ist nein, ein nein. Verfügbar? Eine Angelegenheit beschäftigt. Kann Oskar sich drum kümmern. Hier steht auch schon wieder einer so ganz verdächtig da. Das ist bestimmt die Leute, die hier so rumstehen, so ganz einzeln. Und irgendwann geht da mal einer hin und will was kaufen. Vielleicht. Hundertprozentig. Ich meine, so läuft das im echten Leben doch auch ab, oder nicht? Ich weiß das nicht, keine Ahnung. Ich auch nicht. Nie Drogen genommen.
Nee, ich wirklich nicht. Langweiler. Oh, ich weiß. Naja, gut mal so. Ein Joint, ja. Aber dann sind auch Drogen. Ja. Einmal in meiner Ausbildung und einmal mit meiner Mutter zusammen. Ihre Schicht ist um, Officer. Fuck. Echt jetzt? Ja. Weißt du. Aber wir haben einen 100-Punkte-Bonus gekriegt. Ja, ist doch gut. Weil wir einmal Drogenleute gefunden haben. Ja, ich gehe noch mal unten durch die Unterführung durch. Das ist bestimmt auch so ein Drogendeal. Die stehen einfach nur so dumm rum da. Hundertprozentig. Die haben auch alle die gleiche Hose an. Da kannst du sagen, was du willst. Das sind die. Aber die wir eben festgenommen haben, sahen ganz anders aus. Ne. Ne. Das ist bestimmt der Hotdog-Verkäufer hier. Der vertickt nebenbei noch Drogen. Ja. Schöne LSD-Wurst. Mit Spezialgewürz. Ja. Oh, ist auch wieder. Dass man hier nicht springen kann, ne? Das ist auch noch doof, finde ich. So, wo ist denn das nächste Revier hier? Sitzt du schon im Auto? Ja. Wir haben hier ein Revier auf der anderen Straßenseite, das ist gut. Auf der anderen. Are you ready? Ja. Du musst einmal rum um den Kopf. Ja. Ich glaube, du kannst die Partybeleuchtung ausmachen. Hier will ich doch. Ach so. Schnell. Schneller nach Hause kommen. Hast du das eben auch gesehen, dass da ein Auto aufgeploppt ist und auf einmal wieder weg war? Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Kann aber auch sein, dass in die falsche Richtung geht. Ach, guck mal, hier sind wir sogar losgefahren. Ah, guck. So, eingeparkt. Boom, wir sind da. Oh, das ist herrlich. Schön. Diese Steuerung manchmal ist der Hammer. Oh Mann! Geh doch durch diese verfickte Tür. Wieso geht das nicht? Das ist mein Schreibtisch. Geh mal an deinen. Ja, toll, jetzt hänge ich hier in dir drin. Jetzt hänge ich in der Lampe. Ich komm, ja, komm hier nicht mehr weg. Komm. Mensch, das Kind hast du. Weih immer doch. Ja, die Männer, die einem wieder im Weg stehen. Minus 2 Fußgänger. Was habe ich denn hier? Minus 2 unrechtmäßiges Festhalten wegen Drogenhandel. Was? Also. Ich hatte doch. Also, mal ganz ehrlich. Unregelmäßiges Ziel mit Elektroschockpistole. Das ist bescheuert, oder? Ja. Unrechtmäßiges Festhalten wegen Drogenhandel. Habe ich nicht. Ich habe nur das mit der Pistole. Und den natürlich den Strafzettel wegen Vandalismus, den sie gar nicht begangen hat. Ja. Also so langsam. Also manchmal, da müssen, aber ein paar Sachen müssen sie noch ran, aber ist ja noch in der Beta, ne? Also hier in der Early. Ja. Mhm. Na gut. Hast du noch was? Nee. Nee, ich auch nicht. Chlamydien, möchtest du welche? Nee. Nee. Lass mich nur mal kurz überlegen. Nee. Ja, dann bedanken wir uns fürs Zuschauen. Schaltet wieder rein. Wenn es mit dem Ende hier weitergehen sollte. Doch, das geht ja weiter mit ihm. Er macht sich ja ganz gut, denke ich mal. Nein, aber lasst gerne ein Abo da. Bis dahin und ciao. Tschüss.